Senioren, Nachmittag veranstalten, Sportverein trainieren oder Flüchtlinge betreuen. Jeder dritte Schweizer Einwohner macht Freiwilligenarbeit. Die Schweiz nimmt damit weltweit einen Spitzenplatz ein. Am heutigen International Volunteer Day von der UNO setzt sich auch der Kanton Thurgau ein. Für mehr Nachbarschaftshilfe. Morena Barra. Dein Nachbar braucht dich. Schon bald hängen die Plakate von der Organisation Benevol im gesamten Kanton Thurgau. Es soll die Leute dafür sensibilisieren, ein bisschen mehr aufeinander zu schauen, gerade wenn einem jemand so nahe ist wie der Nachbar. Ganz generell, Nachbarschaft ist wichtig, ist eigentlich auch etwas Selbstverständliches. Aber ich denke, das ist das Wichtige in der heutigen Zeit, dass man da auch öffentlich kundtut. Wir wollen gute Nachbarn sein. Mein Ziel wäre eigentlich, dass man sagen, der Kanton Thurgau ist der Kanton der guten Nachbarschaft. Rund 700 Millionen Stunden freiwillige Arbeit werden in der gesamten Schweiz geleistet. Das kann in verschiedensten Bereichen sein, wie auch in der Nachbarschaftshilfe. Blumen gießen, Hund schauen, Katze schauen. Wir helfen uns gegenseitig. Nachbarin, wenn sie ist auch schon älter, wenn sie in die Ferien geht, dann schauen wir den Post. Ich fahre auch regelmässig mit einer Nachbarin, die selber nicht kein Auto fahren kann, zum Post oder zum Quartier. Um die viele inoffizielle Freiwilligarbeit wertzuschätzen, ist der internationale Volunteer Day ins Leben gerufen worden. Weil ohne Freiwillige würde unser System auch in der Schweiz nicht so gut laufen. Das ist das Wichtigste eigentlich für die ganze Gesellschaft, dass wir sehr viele Freiwillige haben. Es für die, die etwas überkommen, aber der Freiwillige selber bringt es auch etwas. Man kennt ja die Zahlen, das wäre gerne zu machen. Im Sozialwesen, im Gesundheitswesen, im Altersbetreuung wäre es ohne Freiwillige gerne zu machen. Wer freiwillige Arbeit in der Nachbarschaft leisten will, kann sich beim Benevol Freiwilligenzentrum Thurgau melden.